So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Natürlich wieder Peru Place, ich bin der Peru, hallo und schönen guten Abend. Ja, heute ist unser Wildcard-Abend, das heißt, ja, ihr seid meiner Gnade ausgeliefert, was wir heute spielen. Das seid ihr immer, ne? Aber heute erst recht. Nee, heute spielen wir mal so ein bisschen No Man's Sky. Ein bisschen durchs Weltall fliegen. Dahin gehen, wo noch kein Mensch, kein Peru zuvor gewesen ist. Das werden wir heute machen. Gab ja auch letztens wieder mal ein schönes Update. Na, gucken wir mal, was ich so getan habe. Hab ich heute Lust drauf. Hogwarts habe ich kurz überlegt. Scheint ja keiner jetzt sehen zu wollen. Strebt sowieso jeder Vollpfosten. Habe ich heute keinen Bock drauf. Sag ich ganz ehrlich. Nö, machen wir ganz gelockert. Wir machen schön gelockerten Space-Abend, Space-Night, wie auch immer. Wenn ihr Lust habt, seid dabei. Dankeschön an dieser Stelle natürlich, wie immer, unseren neuesten Followern und Abonnenten. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, und ich würde mal sagen, genug gesabbelt hier, ne? Jetzt wollen wir hier... So, jetzt brauchen wir mal ein Bildschirm hier. Warte mal, Moment. Haben wir sofort. So. Ach, du ahnst nicht. Nee, ich habe gesehen, jetzt gab es hier vor kurzem wieder... großes Update, was ja immer wunderbar ist bei Hello Software, immer kostenlos, ne? Ich weiß nicht, das wievielte Update das ist oder Add-on, immer seit jeher umsonst kostenlos. Das sind für mich richtige Ehrenleute, ne? Also es ist jetzt auch kein Spiel, das jetzt richtig wahnsinnig viel kostet oder so, aber du wirst immer wieder mit neuem Material, ja, versorgt. Ne, also wie gesagt, Respekt, Hut ab vor den Jungs. So, und mit diesen Worten natürlich ab in die Luzi. So, wieso bin ich denn jetzt hier auf dem Busbildschirm oder was auch immer? So, den neutralen Bildschirm wollte ich haben. Genau, so soll er aussehen. So, Freunde, wir sind gerade auf einer Station, die wir uns gebaut haben, auf einem ja ziemlich miesen Planeten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, zack. Den werden wir uns jetzt auch anschauen. So, das ist ein energiereicher Planet. Ist aber nicht viel los. Ne? Also es gibt hier so ein unterirdisches Raumtier. Werden wir nachher nochmal sehen. Da steckt immer so irgendwie Tentakel in so einem Kram raus. Kommt immer unterirdisch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist hier nicht so richtig viel los. Jetzt dachte ich schon, ich hätte sämtliche Fauna hier gescannt. Nein, da ist noch was übrig. Gut, ja, ich werde jetzt mal einen Signalbooster aufstellen. Mal sehen, ob wir hier irgendwo Zivilisation finden. Irgendwelche Aliens, irgendwas. So, schauen wir mal. Speichersignal, Signalbooster. So, bitteschön. Zack. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas orten, dem wir einen Besuch abstatten können. Oh, da ist tatsächlich was. Was haben wir denn da? Ein Signal. Ein Signal, Freunde. Warte mal. Darf ich mal hier markieren? Das könnten wir sogar zu Fuß hier 5 Minuten kommen. Das ist ein netter kleiner Spaziergang hier. Da brauchen wir gar nicht mal das Schiff. Ja, das ist ein leicht toxischer Planet hier, ne? Energie. Hier, die Viecher, die sind richtig ekelhaft. Wenn ihr die seht, mal haltet euch fern. Die sind richtig hinterfotzig. Ne, kriechen so über den Boden, ne? Sieht ganz lustig aus. Die haben aber nichts anderes zu tun, als euch von unten anzugreifen. Hier, diese Tentakel. Ekelhaft. Wir machen jetzt auch einen kleinen Bogen. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Kollegen, mich mit dem auseinanderzusetzen. Hat auch ewig gedauert, bis ich den runtergeschossen hatte irgendwie. Die sind recht renitent, die Kollegen. Ja. So, Signal. 1130 Units ungefähr entfernt. Das sollte zu erreichen sein. Oh, jetzt sehe ich gerade unser... Ich glaube, unser Dorfklavier ist auch unterwegs hier in No Man's Sky. Das wäre jetzt natürlich ein Zufall, ne? Ich weiß ja nicht, ob er gerade zuschaut nebenbei.
So, jetzt sollen wir mal so ein bisschen hier für Reserven. Ich bin heute ein bisschen heiser. Das heißt, ich werde mich ab und zu mal so ein bisschen räuspern. Ich hoffe, ihr lasst euch dadurch nicht stören oder irritieren. Aber ich habe heute so viel auf der Arbeit sabbeln müssen, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Aber viel zu viel geredet. Muss nicht jetzt sein müssen. Also, ja, lag nicht an mir, ne? Ich rede ja nie zu viel. Niemals. Lenn. So, wie ist der Stoff? Kristalle sollte man immer mitnehmen. Ne, für die Staubdüsen und so. Ich habe ja jetzt leider noch nicht hier die Sonnenbetankung hier, ne? Dass ich durch Sonne auflade meine Staubdüsen. Bis dahin muss ich hier immer noch die Wasserstoff sammeln. Ich meine, sollte man immer sammeln. Sowas kann man auch immer gut verkaufen auf den Märkten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt neu ist, ob das mit einem der ersten Updates jetzt gekommen ist, die jetzt zuletzt gekommen sind. Es gibt jetzt gesetzlose Stationen. Habe ich vorhin das erste Mal gesehen. Werdet ihr nachher auch noch sehen, weil ich muss auf jeden Fall nachher nochmal sehen, dass ich irgendwie ein paar Sachen an Mann bringen, verkaufe. Ich habe jetzt bei meinem ersten Versuch auch keine Verkaufsstation gesehen, ne? Also da müssen wir tatsächlich mal gucken, ob ich da was finde. Ich hörte gerade eben so eklige Geräusche. Ich glaube, das war eben wieder dieses eklige, das Tentakelvieh, was so aus dem Boden schießt. Jetzt wollen wir ganz schnell gucken, was hier abzugrasen ist. Leute, bin ich mal da? Genau, da ist er. Ganz schnell weg. Die sind nicht nett. Ja, hier, gib mal Gas, Kollege. Wenn ein Raubtier hinter dir ist, lauf. Oder schieße. Aber wie gesagt, auf den Kollegen, da musst du schon eine ganze Weile rufballern, bis der kaputt geht. Die Zeit wollte ich mir jetzt mal sparen hier. Moin, Dorfklavier. Eben gerade habe ich noch von dir gesprochen. Ich meine, hier war ein Zufall. Der ist ja auch unterwegs in No Man's Sky. Habe ich richtig gesehen, oder? Ich lungere natürlich rum auf der Galaxie, die ich so entdecke. Ne? Oder die Galaxien. Müssen wir schon in der Mehrzahl reden. Ne? Ich habe es gerade mal angesprochen. Sag mal, ist das neu mit den gesetzlosen Stationen? Die habe ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Weil ich habe gesehen, es ist vor kurzem erst wieder ein neues Update gekommen. Natürlich kostenlos, wie immer. Und auf einmal haben wir gesetzlose Stationen. Was ich sehr cool finde. Ne, bringt ja wieder mal so ein bisschen neues Leben ja auch natürlich wieder hier in die Geschichte. Also finde ich phänomenal, wie die jetzt seit Jahren also wirklich immer und immer wieder kostenlose DLCs raushauen. Unglaublich, ne? Wo anders hättest du dich wahrscheinlich dumm und dämlich gezahlt für jedes einzelne DLC. Und die Jungs, die hauen dann einfach mal so raus. Einfach mal so. Weil sie es können. Ne, also das sind, ne, muss man sagen, das sind Ehrenmänner. So, Ziel erreicht. Wo ist denn das Signal? Ach da, das ist so... Wer bist du denn? Hab ich hier schon. Okay. Ein Sendemast. Na gut. Schauen wir mal da rein. So, beschädigter Container. Ja, jetzt habe ich schon wieder mein Inventar hier erweitert, wieder vom Anzug. Man hat nie, wirklich, egal was du machst, du wirst niemals genügend Platz haben als Inventar im Anzug, im Schiff. Es wird immer zu wenig sein, ne? Das ist irgendwie die Plage dieses Spiels. Ich liebe es, aber du wirst definitiv niemals genügend Platz haben. Oh, wir hatten kleinere Siedlungen.
Moment. In 6 Stunden. Ja gut, da sollte man vielleicht ein Schiff nehmen. Weil das könnte sonst, ja, ein bisschen dauern hier, das Ganze, ne? So. Ich hoffe, ich habe meine Antriebsdüsen geschmiert. Weil dann würde ich mir nämlich schnell mein Schiff hierher rufen. So, gucken wir mal. Jo. Alles gut. Gott sei Dank, ne? Ich war eben noch, bevor das Stream anfing, unterwegs. Hab den ganzen Bums aufgeladen. Gott sei Dank, du. Gott sei Dank. Ich habe immer noch diese kleine, doofe, strahlende Säule. Ich finde die gar nicht so schlecht, ne? Aber ich habe die mal umbenannt, weil dieser Name ist strahlende Säule. Das ist nichts für mich. So. Dann schauen wir doch mal. Machen wir uns mal auf die Socken. Ich bin am Überlegen. Lohnt es sich, wenn wir kurz hier aufsteigen? Ich denke ja. So, zwei Bremse ziehen hier. So, jetzt gucken wir mal, wo auf dem Planeten das ist, weil ich glaube, dann sind wir deutlich schneller. Hier haben wir übrigens diesen Planeten mit hoher Energie. Sieht genauso unfreundlich von außen aus, wie auch jetzt. Was? 6 Schiffe, Leute, du bist ja ein Angeber, Mensch. Nee, ich arbeite so langsam. Ja, auf dem Frachter natürlich irgendwann mal. Das reicht mir eigentlich. Also ich brauche jetzt nicht für jeden Tag ein neues Schiff. Also es muss für meinen Geschmack ein gut ausgerüstetes Schiff. Mehr braucht man nicht. Und natürlich, wenn es dann eben halt an dem ist und das Glück hast und du kannst es dir leisten oder kannst eins dir erspielen, dass du einen schönen Frachter hast, das würde mir schon reichen. Was am Pool? Alter, du bist ein Angeber, ey. Das ist unglaublich. Mit Pool. Nee, ist klar, der Herr. Ist schon klar. So, okay. Kleinere Siedlung. Schauen wir mal, was hier gebacken ist. Auf jeden Fall können wir hier gleich schon mal speichern. Das ist gut. So, hier sehen wir schon mal einiges, was wir mitnehmen sollten. Für umsonst. So, brauche auch noch einen Korvax-Wissenschaftler hier. Mensch. Ja, ich habe den Bums nochmal angefangen, weil der Spielstand war mir zu alt. Ich war auch gar nicht mehr auf dem Laufenden, wo ich war. Aber wenn man so ein bisschen schon gespielt hat, dann kommt man ja relativ schnell wieder auf seinen alten Stand. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt meine Grundbasis, also die allererste auf dem paradiesischen Planeten. Das ist natürlich optimal gelaufen. Kann man so lassen, ja? So, jetzt schauen wir mal, wer da haust. Ich dachte schon, ich bin der einzige Vogel hier auf diesem gottverlassenen Planeten. Ach ja, guck mal, hier gibt es noch Multifunktionstool zu erwerben. Die niedergeschlagene Lebensform studiert ein Bild eines anderen jungen Kriegers auf ihrem Tablet. Der abgebildete Krieger sieht beeindruckend und männlich aus. Er hat breite Gesichtsmerkmale, er wirkt reich und scheint hervorragende Gene zu haben. Klingt wie bei mir, ne? Der Blick in seinen Augen ist heißblütig. Das bin ich. Hallo, das bin ich. Krieger akzeptieren was? Die Lebensform sieht mich mit fragenden Augen an. Sie sucht offensichtlich jemanden, mit dem sie das besprechen kann. Ich sag Zustimmung. Stimmt, das haben sie verbessert mit der Einführung. Ja, das ist richtig. So, der junge Krieger nickt. Er überbringt eine Nachricht der Akzeptanz. Die Lautsprecher in der Einrichtung spielen Orchestermusik. Die Lebensmusik. Was? Die Lebensmusik? Jetzt bin ich ja schon völlig hier. Die Lebensform teilt einen Teil ihrer Mitgift. Sehr schön. Haben wir hier den Dating-Dog gemacht, oder was? Finde ich nett. So. Ansehen verbessert bei den Wiegen. Das ist immer gut. So, ja, schauen wir mal, was haben denn die Kollegen hier anzubieten? Technologie. Technologie ist immer gut. Schauen wir mal, was die an Komponenten haben hier. Ne, ich nicht! Bist du bekloppt? Natürlich nicht.
Ne? Hier, der Wiegenknilch hier, der ist jetzt verheiratet. Dank mir! Wahrscheinlich wird er mich in 5 Jahren dafür hassen, ne? Aber jetzt freut er sich. Das heißt, wir sollten auch sehen, dass wir so schnell wie möglich vom Acker kommen, bevor er realisiert, was wir ihm eingebrockt haben. In diesem Sinne. Mach für uns mal gleich ganz schnell vom Acker. Bevor der merkt, was wir ihm eingebrockt haben. So. Ja. War jetzt hier kein großer Burner, aber wir haben wieder ein paar Naniten eingesackt, ne? Ein Mitgift. Das ist schon okay. In 5 Jahren kommen wir wieder vorbei und beraten ihn zu seiner Scheidung. Ist doch auch schön. So, sag mal, habe ich... Ich hoffe, ich war jetzt nicht so doof und habe das Ding stehen lassen hier. Tatsache, ich habe das Ding stehen lassen. Ich glaube, ich habe, Dings stehen lassen. Dingensbummens. Mein Sendesignal. Das müssen wir wieder aufpicken. Das, ne, wir wollen ja nichts verschwenden. Okay. Ich erinnere mich noch sehr gut an die VR-Version der PlayStation. Und da habe ich diese Flugszene am meisten gemocht. Das war, also auch wenn jetzt die nicht perfekt war, die VR-Brille von PlayStation, also die 1er, Modell 1, sage ich jetzt mal, auch von der Auflösung her nicht so perfekt, ja. Aber trotzdem, diese Szene, wenn du hier im Raumschiff drin gesessen bist, rausgucken konntest, über die Flügel und dann hier rausgucken konntest, das waren richtig geile Momente. Habe ich geliebt. Auch die Landesequenzen in VR. Wunderschön. Wunderschön. Da konnte alles andere einpacken. Selbst Elite Dangerous. Ist bei mir sowieso durch das Thema Elite Dangerous. Seitdem sie die Konsolenspieler ausgesperrt haben für Odyssey. Das war ja das Husarenstück von Frontier. Ne? Scheiß auf die Konsolenspiele. Ne? Und seitdem auch No Man's Sky statt Elite Dangerous. Also ich verlaufe mich sehr, sehr selten noch in Elite Dangerous, weil es gibt ja nichts mehr wirklich zu erreichen für dich als Konsolenspieler, ne? Also es ist ja von Arsch, ne? Wenn man das jetzt mal so ganz offen sagt, wenn man das auf Konsole noch spielen sollte, es bringt dir ja nichts mehr, ne? Überhaupt nicht. So, jetzt muss ich natürlich mal sehen, wo habe ich das Ding hingeballert? Weil ich stand ja jetzt hier gar nicht so unweit, hier vor der Station. Hier muss ich jetzt irgendwo meinen Sender rumstellen. Ich meine, klar, kann ich mir schnell einen wieder zusammenbauen, ne? Aber wozu soll ich hier Ressourcen verschwenden, ne? Man muss ja, ne? Kennst du ja den Spruch, Geiz ist geil. Kennst du noch? Aber jetzt ohne Schied, so weit war ich doch gar nicht weg. Der müsste in Sichtweite sein, jetzt mal ohne Scherz. Jetzt, oh, da haben wir... Moment, habe ich den schon repariert drin? Warte mal. Müsste ich das Ding nicht auch auf der Karte sehen? Ah, guck mal hier, der ist schon wieder hier, tentakelt hier. Müssen wir gleich aufpassen. So, den haben wir schon gehabt hier. Ich bringe uns mal hier so ein bisschen in Sicherheit, bevor das Tentakelviech hier wieder aufsteigt, weil der ist nicht ohne. Jetzt gucken wir mal durch unser Visier, müssten wir das ja sehen, das Ding. Jetzt allen Ernstes habe ich das Ding... Wo ich denn das Ding hingebratzt, sag mal. Aber hier haben wir... Also hier lohnt es sich wirklich so Kupfer und so. Da haben wir wirklich richtig viele Abbaugebiete. So, was haben wir hier für Verborgenstechnologie? Ich finde den Scheiß nicht.
kann das sein, sag mal? Wo habe ich den Signalbooster hingedonnert? Dann bauen wir schnell mal einen, ne? So. Da ist er. Bäm. So, jetzt lass mich mal aber gucken. Der muss ja jetzt hier im Exo-Anzug sein. Da ist er. Oder habe ich den aufgehoben und einfach nur falsch weggepackt? Weil das sieht jetzt nicht so aus, als wenn ich jetzt einen neuen kreiert hätte. Was habe ich hier eigentlich? Konvergenzwürfel. Diese Gerätschaft wird von den Korax benutzt, um historische und kulturelle Informationen zu speichern. Ach, das ist ein Handelsding. Dann, ja. Dann hau ich mal die Handelssachen hier ins Schiff rein. Weil das sich ja ein bisschen mal mein Inventar so ein bisschen hier schone. So, jetzt warte mal, was haben wir noch? Und dieses ekelhafte, dreckige Fleisch. Da muss ich auch mal sehen, wer das Zeug frisst. Ich nicht. Das dreckige Fleisch hier, das haben wir von diesem Tentakelviech. Ja, ein nahrhaftes Fleischprodukt, das der Leiche der Kreatur entnommen wurde, die es einst enthielt. Verarbeite etwas in einem Nährstoffprozessor, um essbare Produkte zu erzeugen. Das heißt, das kannst du noch nicht mal fressen. Das kannst du noch nicht mal fressen, das Zeug. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Gut. Werden wir uns gleich mit beschäftigen. Jetzt lass uns mal gucken, ob wir hier noch das ein oder andere anbringen können, um unser Heim ein bisschen attraktiver zu machen. Treppe ist immer gut. Ich habe jetzt hier in diesem Durchgang jetzt noch nicht so viel erforscht von den Strukturen, aber ne, so für das generelle Grundsätzliche reicht es jetzt erstmal. Ne, also zusätzliche Baupläne hole ich mir dann beim zweiten hier noch in der Raumstation bei den lieben Kollegen, ne? Guti. Ja. Der Planet hat uns jetzt nicht wirklich viel zu bieten. Das heißt, wir starten mal. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen gucken, ob wir ein bisschen was abbauen können. Hier in einem der Gürtel rund um den Planeten. Und dann, ja, ein bisschen Handel treiben können. Soweit das möglich ist jetzt auf der gesetzlosen Station. Beziehungsweise müssen wir natürlich auch die anderen Planeten nochmal angucken. Ich muss ganz ehrlich eins vorher sagen, die sehen alle nicht besser aus, die Planeten. Sind alle trostlos oder gefroren oder leblos, ne? Also wirklich Highlight-Galaxie, die wir da haben, ne? Absolutes Highlight. Also noch töter geht's nicht. Tod, töter am tödesten, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, Gold geht natürlich auch. So, wir explodieren uns mal hier so durch. Das Gold nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Ja, Freunde, ich freue mich schon aufs Wochenende. Ich hoffe, ihr auch. Ja, noch durchhalten. Einen Tag noch, Freunde. Morgen ist schon wieder Freitag. Ich hoffe ja sehr, dass am Wochenende noch ja, das versprochene Upgrade kommt, beziehungsweise Upgrade, der versprochene Patch für den Fernbus-Simulator. Bin ich sehr gespannt, ob der kommt. Wenn ja, ne, dann werden wir natürlich am Wochenende gleich mal sehen, ob den Worten von Fabian Boulez auch Taten gefolgt sind. Oha, hier ist aber richtig schön was drin hier im Ding, ne? Ergib ich dir, ergib ich das Stück Stein hier. Silber. Ganz viel Silber. Oh, wir werden gleich angegriffen. Das finde ich immer gut. So, Raketenwerfer an. Wo ist er? Sicher ist sicher. Ich sehe ihn noch nicht.
wegwischen, dass wir auf uns sehen können. Ich sehe jetzt hier noch kein Feindlichtschiff. Ich habe mir extra schon einen Raketenwerfer hier installiert, ne? Dass wir mal so ein bisschen mehr Wumms haben, wenn wir angegriffen werden. Aber es kommt nichts. Es kommt nichts. Ja gut, dann reisen wir mal weiter zur gesetzlosen Station. Wer sie noch nicht gesehen haben, hat, ne? Was ist das denn hier? Kopfgeld, Schreckenskapitän. Okay. Ja, der hat sie nicht blicken lassen. Ist ihm halt nicht. Wer es noch nicht gesehen hat, hier haben wir jetzt eine gesetzlose Station. Sieht ein bisschen anders aus als gewohnt. Also ist ursprünglich natürlich eine reguläre Station. Die wurde aber eben mal so ein bisschen, ja, mehr oder weniger umgebaut. Die montiert. Durch die Piraten. Stattdessen gibt es hier Lagerfeuer. Finde ich ganz nett. So. Ansonsten kann man mit den Kollegen natürlich hier auch schnacken. Ne? Wie normal. Ne? Man kann hier also lernen. Man kann, ich hoffe, auch handeln. Ich habe jetzt hier noch kein Handelsterminal gesehen. Deshalb wollte ich sowieso nochmal hierher. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur blind bin oder ob ich mit denen tatsächlich nicht handeln kann. Das würde mich wundern. Ne, also wir haben sonst eigentlich alles da. Wir haben sogar ein Portal hier, ne, wo wir zu unseren Stationen unter anderem rüber können. Ja, einige Shops haben wir hier auch, ne, wo sie ihr Waffenterminal einkaufen können. Schrotthändler, gucken wir mal bei den Kollegen vorbei. Für den Händler gibt es keine Ehre, aber es liegt Ehre in der Jagd, Eindringling. Wir sind uns einig, ja. Gut. Also wir haben keinen Schrott zu verkaufen. Wir wollen auch keinen Schrott kaufen, deshalb gehen wir mal weiter. So, was haben wir hier? Ja, hier haben wir den Aussehensmodifikator. Es ist eigentlich alles da, bloß eben halt an anderen Stellen, mehr oder weniger. Lebenserhaltungssystem. Was? Verderbter Stationskern. Stationsverteidigung aktiv für Freiheit. Atlas Aeron Überwachungsablink abgelehnt. Die Stimme der Freiheit anfordern. Das machen wir mal. Ruhmreicher Überlebender, der verheißende Stern soll dein sein. Glas, 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 Glas. Hä? Was ist los? Was will es mit Glas? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, hier war ich übrigens schon bei meinem ersten Besuch. Deshalb ist das Ding leer. Hier habe ich Inventar vergrößern können, wie ihr es auch sonst so kennt. Den Kollegen habe ich schon heimgesucht und besucht. Schwarzmarkt, Versand und Empfang. Muss ich mal gucken. Schmuggelmarkt. Ach so, hier hast du keinen normalen Markt, sondern eben halt, du musst zu meiner am Erkennten, zum Schwarzmarkt. Okay. Verstanden. Alles klar. So, dann lass uns mal gucken. Dann machen wir mal ein bisschen Kohle hier. Bam. Konvergenzwürfel ist auch eine Handelsware. Raus damit. Was ist das? Verdächtiges Päckchen Waffen. Ein verdächtig aussehendes Paket, das über einen ungewöhnlichen Handel erhalten wurde. Der Verkäufer hat angegeben, dass es eine Art waffenbasierte Technologie enthält. Keine Rückerstattung. Ich verkaufe das mal nicht. Ich will wissen, was da drin ist. Weil ich bin neugierig. So, jetzt gucken wir mal, was wir im Anzug haben, was wir eventuell verkaufen können. Zahnbesetzte Tentakel. Schrott aus organischer Materie. Es ist vermutlich bei galaktischen Tauschgeschäften nicht sehr gefragt. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht die Sachen, die Ausrüstung, um es zu verarbeiten. Deshalb weg damit. So. Gold behalte ich mal, weil ich möchte noch weitere Solaranlagen bauen. Da brauche ich sehr viel Gold für. Salz, das können wir jetzt mal raushauen hier. Das will ich jetzt nicht mitschleppen. Dreckiges Fleisch, ja, wir können das jetzt auch noch nicht verarbeiten. Also auch das will ich jetzt mal weghauen. Alles, was Platz wegnimmt, raus damit. Weg. So. So muss es sein. So. Was ist das? Was doof ist hier, ist, also auf so einer gesetzlichen Station kannst du scheinbar ja auch kein Personal anheuern. Was ist das denn hier? Ein Bergungshändler. Nachrüst-Upgrade. Ach so. Verdächtige Schildmutter.
Sowas haben wir in der Ananiten 372, das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? So, was ist denn das hier? Eine Schwarzmarkt-Modifikation für den Abwehrschritt des Raumschiffes. Das Modul ist flexibel und exakte Upgrade-Statistiken sind nicht bekannt. Verbessert die Schildstärke drastisch für eine erhöhte Ausdauer im Kampf. Das klingt jetzt gar nicht so schlecht, ne? Nehmen wir mal mit. Ich nehme es jetzt mal. Wenn man schon ein Special hat, immer her damit, oder? Meine Rede. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt müssen wir es natürlich erstmal aus dem Anzug hier holen. Und installieren. Bäm. So. Raumschiff. Bäm. So, brauchen wir noch irgendwas? Nein. Zusätzlich brauchen wir nichts. Schildstärke hat sich um 36% erhöht. Das ist gut. Das ist richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Habe ich jetzt noch was anderes hier? Flack. Nein. Was ist das hier? Jetzt warte mal. Sauerstoff-Wiederverwerter Upgrade. Technologie installiert. Okay. Ja. Einfach mal so installiert, ne? So, Lebenserhaltungstanks plus 10%. Habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Ja. Dann nehmen wir das doch einfach mal, ne? Gut. Dann machen wir uns mal wieder auf die Reise. Wo zuvor noch kein Mensch gewesen ist und in diesem Fall auch gar kein Mensch. So. Ja. Wir haben da diesen Kollegen irgendwie. Ja. Da wollen wir mal. Ja. Nee, ist klar. Gucken wir mal. Wo ist er denn hier? Jetzt haben wir ja ein besseres Schild. Jetzt müssten wir ja eigentlich mal den Kollegen uns hier zerbrosseln können. Hallo? Lass du mal hier, ich will dich nur töten. Na, ich muss mal ein bisschen fixer werden hier, ne? Ja, ich mach David doch mal einen Schuh raus hier. So, beim nächsten Mal versuchen wir mal einen Raketentreffer. So, da ist er. Ja, der sollte jetzt schon ziemlich angegriffen sein hier, der Kollege. Ja, komm, ja, jetzt machen wir halblang. Was ist denn der? Sag mal, der wird doch hier verkohlen. Wieso ist denn da das Schild wieder oben? Kann aber nicht sein. So nicht, Mann. So nicht. Oder ist das ein neuer schon wieder? Bitte lass es jetzt nicht zwei sein. Das wäre ja fatal, wenn ich das für sie hätte. Junge, was macht der denn hier für Tanz? Wieso ist der Schild schon wieder oben? Der macht mich fertig. Leute, jetzt hier. Jetzt reicht's mal. Schild runter und Hosen runter hier. Ja, zweites Mal. Genau. Das ist mal bald Geschichte hier. Ne, also die Dogfights, die erinnern mich tatsächlich ein bisschen an die Dangerous, ne? Nur mehr lustiger. Bam! Jawohl! Guck mal. Geht doch. Reiße mal einen Stein erreicht. Oh, wir haben den Kaufmann erreicht. Das wird die Gags freuen. So, jetzt mal gucken. Also, welchen Planeten haben wir denn noch nicht beehrt hier? Den
unbelebten Planeten. Das klingt schon wieder sehr einladend, aber es hilft ja nichts, Freunde. Wir gucken uns die Bombe an. Ja, ihr seht das schon, die aktuelle Mission, die Spielmission, die lasse ich momentan ein bisschen links liegen. Ich will hier einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen entdecken, ne? Ein bisschen hier arbeite. Und irgendwann mache ich dann auch mal mit der Story weiter. Ja, unbelebter Planet. Klingt jetzt nicht sehr spannend. Auf der anderen Seite werden mich da wahrscheinlich irgendwelche Tentakeln aus dem Boden jagen. Davon können wir mal ausgehen, weil ist ja leblos, ne? Ich könnte eigentlich mal, jetzt haben wir schon ein paar Planeten wieder entdeckt, mal so ein bisschen Nanit machen mit dem Verkauf der Daten natürlich. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal gleich um hier. Ja, also gemütlich ist natürlich anders hier, ne? Aber sie meinen, ein unbelebter Planet, der macht hier jetzt schon seinen Namen alle Ehre von der Optik her. Felsig ungemütlich. Wie man es eigentlich auch gar... Oh, hier. Meteoriteneinschläge auch noch. Ja, gemütlich ist anders, ne? So, ich suche jetzt mal gerade eine mehr oder weniger gemütliche Landestelle. Es scheint es nicht so viel von zu geben. Deshalb, ja, guck mal, da vorne ist so eine Stelle. Ich glaube, wahrscheinlich eine der wenigen Stellen, weil ich habe die Befürchtung, dass der ganze Planet so zerklüftet ist. Wie zu hoch. So. Zu hoch geht's nicht. Runter geht immer. Ist wie mit Flugzeug. So. Ja. Ist nicht so prickelnd hier, ne? Kann man gleich sagen. Also als Urlaubsziel schon mal nicht so geeignet. Wir fangen gleich mal an mit Scannen hier. Ich weiß ja nicht, was dieser Planet zu bieten hat. Wenn es nicht viel ist, dann nehmen wir wenigstens die Daten mit. Von den Mineralien und Flora, falls es hier Flora geben sollte. Fauna wahrscheinlich gar nicht. Ja, schauen wir mal, ne? Was hier geht. Ach du liebe Himmel, ist das ungemütlich. Ist das ungemütlich hier. Du ahnst es nicht. Ja gut, ich glaube jetzt nicht, dass ich das Bedürfnis habe, öfter als einmal hier den Planeten in Zug abzustatten. Ich glaube eher nicht. Tourismusbüro wahrscheinlich eher weniger empfohlen hier, die Destination. So. Aber immerhin verdichteter Kohlenstoff. Gut, Pflanzen und so ein Gedöns kannst du ja natürlich völlig von der Backe putzen. Nicht einfach da. Einfach mal nicht da. Kupfer haben wir hier. Salz. Kupfer natürlich geht immer, ne? Sage ich immer. Kupfer geht immer. Ah, ich liebe die Planeten mit geringer Schwerkraft. Wir fliegen so wunderbar weit mit einem Jetstoß. Und hoch vor allen Dingen. Ich muss ja richtig aufpassen, dass ich nicht zu weit abhebe. Und schon sind wir da. So einfach geht das. Und so schnell. So, die Wasserstoff nehmen wir natürlich mit. Tief empfundenen Dank. So. Dann gleich mal umschalten hier auf den Terrainmanipulator und dann geht das los hier. Kupfer, lasst es um mich sein. Vor allen Dingen in meiner Tasche.
Ladung schon wieder aufgebraucht. Meine Güte. So, also mal gucken hier. Uffladen hier mit Ferritstaub. Bam. So, die normalen Minenlaser laden wir auch bei der Gelegenheit gleich auf. So, weiter geht's. Zack, umschalten, weiter. Da sollten wir locker über 100, 200 Kupfer rauskriegen hier. Aber hallo, mit links. Also wenigstens da hat sich der Besuch hier auf diesen schnöden Klumpen Erde gelohnt. Ja, guck mal hier, das rasselt nur so rein hier ins Inventar, hier das Kupfer. Junge. Das ist auch gut so, weil werde ich für einige Sachen, Geräte, viel brauchen. Ob jetzt in purer Form oder verarbeitet. Kupfer ist gerade bei mir nicht Mangelware, aber heiß begehrt auf jeden Fall. Passt. Gleich mal ins Inventar gucken, das sind locker 200, 300, wenn nicht noch mehr Einheiten, die wir jetzt hier mit einem Schlag abgebaut haben. So, jetzt sehe ich gerade, Silikatpulver haben auch einiges, da können wir eigentlich auch mal demnächst anfangen, Glas zu produzieren. Für unsere Basen, für meine Basen auf jeden Fall. So, wir nehmen jeden Krümel hier mit, hier wird nichts verschwendet, Freunde. No way. Muss ja nicht übertreiben hier. So. So, was haben wir denn hier? Also Ferritstaub. Gut, da bin ich glaube ich auch noch aktuell noch gut mit bedient. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Machen wir mal schnell hier den Scanner nochmal an. Da wäre nochmal Kupfer. Da ist nochmal Kupfer. Also hier gibt es ganz viel Kupfer. Gut, also doch, ich werde hier schon mal vorbeischauen. Aber wirklich tatsächlich zum Kupferabbau. Weil das lohnt sich hier wirklich. Was haben wir hier? Ein flüsterndes Ei. Das ist jetzt nicht gerade so für mich von Interesse. Das war der Kupferabbau, den wir gerade uns vorgenommen hatten. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Schiff, würde ich sagen. Also ich will jetzt gleich, wenn wir am Schiff sind, nochmal einen Scan machen. Ob es hier... Oh, gesetzlose Systeme, warte mal. Das wollte ich nochmal sehen. In einigen Sternsystemen wurde die vorherrschende lokale Autorität von rebellischen, gesetzlosen Einheiten gestürzt. In solchen gesetzlosen Systemen kommt es zu ungewöhnlich vielen Konflikten, da es keine Strafen für den Überfall auf Handelsraumschiffe gibt. Dies stellt ein Risiko für alle dar, die Handel treiben wollen, aber auch eine Chance für jene, die sich selbst an der Piraterie beteiligen wollen oder natürlich sie bekämpfen wollen. Kleiner Anhang von mir. Händler werden immer noch durch Schwarzmarktwaren in diesem Systeme, was in diese Systeme gelockt. Schmuggelware ist auf illegalen Stationen billig zu erwerben und kann im regulierten Raum für einen hohen Aufschlag verkauft werden. Potenzielle Schmuggler sollten die Frachtscans im regulierten Raum beachten, die Schwarzmarktwaren aufspüren sollen. Weitere Möglichkeiten gibt es beim Kopfgeldmeister an Bord der Raumstation, den habe ich gar nicht gesehen. Führe lukrative Missionen für die Rebellen der Station durch und erhalte gefälschte Pässe, das ist ja geil, um einen eventuellen Ansehensschaden im regulierten Raum auszugleichen. Das klingt interessant. Ja, ich muss mir mal mehr Zeit nehmen, mir sowas durchzulesen. Habe ich natürlich jetzt nicht mehr im Stream, ne? Aber das werde ich auf jeden Fall mal machen. Was macht der Pool, Maestro? Schon fertig? Herr Markus, Dorfklavier, wie auch immer. Jetzt bin ich jetzt mal ein Loch gefallen. Das hat's mich ja. Ja, klar. Okay. Also das können wir natürlich auch mal zusammen machen, wenn du Bock hast, natürlich hier No Man's Sky, ne? Kann man ja wunderbarerweise auch im Multiplayer spielen, müssen wir uns mal absprechen beim nächsten Mal. So, ich wollte ja jetzt hier mal Dings hier aufstellen, den Signalbooster, ob irgendwas in der Nähe ist. Also Lebensform sowieso nicht, aber irgendwelche interessanten Strukturen, vielleicht Handelsposten.
Was die meisten Shifter, wie, gibt's da aktuell Drops? Jetzt mal ohne Scheiß, Markus, gibt's aktuell Drops für No Man's Sky? Habe ich nicht gesehen. Weil dann müssen wir ja tatsächlich hier nochmal am Wochenende zumindest eine Runde machen, wenn es Drops gibt. Hallo? Notrufsignal. Okay. Gibt's die aktuell noch? Weil dann würde ich hier glatt am Wochenende noch einen reinhauen hier. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist aber echt schade, Mensch. Das ist richtig schade. Hätte ich das gewusst, Mensch. Ja gut, aber werde ich mal im Auge behalten, wenn es hier mal wieder Drops für No Man's Sky gibt. Definitiv werden wir das machen. Absolut. Schade, Mensch. Schade, schade. So, Notrufsignal. Wo ist es denn hier? Natürlich in der... Alter, was ist das Notrufsignal? Das schwankt immer mal näher, mal weiter. Junge, was ist denn hier los? Ja, ich muss mir... Ja, ist nett von dir. Ich muss mir aber trotzdem mal angewöhnen, wieder öfter reinzuschauen. Aber momentan weiß ich echt wieder nicht arbeitstechnisch, wo mir der Kopf steht. Weißt du, der Arbeitspulli ist wieder eng. Auch wenn ich jetzt in Teilzeit bin. Wenn ich da bin, dann geht's rund, ne? Oder gerade dann. Oder gerade deshalb. So, ich hoffe mal, dass jetzt hier die Anzeige konstant bleibt. Wenn nicht, warte, nee, wir machen das anders. Wir geben hier mal einmal Gas hier, steigen mal auf und dann lassen wir uns direkt mal... Warte mal. Außerhalb der Atmosphäre einmal raus und dann bomben wir uns mal direkt ins Suchgebiet rein da, weil sonst fliegen wir uns ja tot hier. Das ist nicht das in der Sache. So. Oh! Was haben wir denn da? Hyperraumnavigationsstation. Ja, was ist denn ditte? Das ist ja nice. Aber das gucken wir uns später an. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Also, was haben wir hier? Eingehende Nachricht. Gucken wir mal schnell. Hyperraumnavigationsstation. Ja gut, das brauchen wir jetzt hier nicht vorlesen, die Daten hier. Was soll das? Okay, aber ich will ja jetzt erstmal das Notrufsignal hier. Danach befassen wir uns mal mit dieser Überraumstation. So. So geht das auf jeden Fall schneller. Sonst wären wir uns tot geflogen, weil so ein richtiges Signal war. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt gleich noch ein bisschen durch die Gegend rennen, bis das richtige Signal dann gefunden ist. Aber ich wollte jetzt nicht hin und her fliegen, wie kloppt er hier. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Da scheint auch was zu sein. Wahrscheinlich ein Schiff. Schiffstrümmer hier, wie gesagt. Schauen wir mal. Was ist denn das hier? Dann landen wir mal kurz. So. Was haben wir hier? Ein Notrufsignal. Was machen wir hier? Die üppige Inneneinrichtung deutet darauf hin, dass der tote Pilot zu den wohlhabenden Familien seiner Rasse gehörte. Der Grund für sein plötzliches Ableben beim Fliegen ist unklar, aber das Schiff transportierte mit hoher Wahrscheinlichkeit wertvolle Fracht.
Die Leiche liegt auf einer großen Kiste, die mit gefährlich aussehenden Alien-Markierungen versehen ist. Aber was ein seltsamer schwarzer Nebel umhüllt die Szenerie. Oh, jetzt kriegen wir hier ein bisschen was. Ja, dankeschön. Was? Erfolge der Luft? Na gut, der letzte Erfolg war ja nicht so der Erfolg, sag ich mal. So, was ist denn das? Das ist auch ein Klasse-C-Raumschiff. Und da ist eine ganze Menge zu reparieren. Da ist ja gar nichts mehr ganz. Also das würde sich jetzt nicht wirklich... Lass uns mal gucken hier. Nee, das lohnt sich ja gar nicht. Nee. Nee. Also auch nicht nur zur Sammlung hinzufügen. Also wenn das jetzt hier A oder B gewesen wäre von der Klasse her, hätte ich mich breitschlagen lassen. Aber das ist viel Arbeit für nichts. Leider nicht. So. Jetzt gucken wir mal da hinten, was da noch rumliegt an Gütern. Achso, ein Atlaspass wollte ich mir nochmal schnitzen. Muss man gleich mal gucken, was ich dafür brauche. Dazu kommen wir gleich. Weil ich habe mir jetzt mal auf einer Station hier in der Anomalie, genau zu sein, einen Bauplan besorgt dafür. So, Lebenserhaltungsmittel. Schädliche Maschinerie, die wir reparieren können. Zack. Das machen wir nebenbei auch noch. Die Naniten stecken wir uns noch mit ein. Jawohl. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken, ob wir in V1 uns schon schnitzen können hier. Warte mal. So, ist er nicht? Wo ist denn das? Wo kann ich den denn herstellen? Hermetisches Signal. Da sind die. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Mikroprozessoren dafür. Für Mikroprozessoren brauche ich Kohlenstoff. Nanorohr. Eins. Hab ich. Kann ich machen. Dann machen wir das doch, oder? Leute. Machen wir doch. So. Zack. Wo ist er? So. Ein Mikroprozessor bitte. Zack. So. Jetzt müsste ich ja den Atlas Level 1 machen können. Jetzt warte mal. Ja. Zack. Da ist er. Okay. Ja, den müsste ich irgendwie mal ein bisschen sicherer hier verwenden, weil den sollte ich, glaube ich, jetzt nicht löschen oder verkaufen oder sonst irgendwas. Guti, guti. So, dann würde ich mal sagen, ist unsere Aufgabe hier fast erfüllt. Ich will jetzt nur mal ganz kurz gucken. V1, die dürften ja... Ja. Konto öffnen. Hat funktioniert mit dem Pass. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz die Navigationsdaten hier an. Bam, 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 bam. Schnellübertragung. Mit Kartografen an Bord einer Raumstation im Austausch für brauchbare Sternenkarten gehandelt werden. Das ist gut. Jetzt kann ich aber hier noch nicht so viel damit anfangen. Auf jeden Fall, den Müll hier, den sollten wir mal entsorgen. Den können wir rausbringen hier. Den lebenden Schleim, da können wir jetzt nichts mit anfangen. Ferrit ist genügend um uns rum, da brauchen wir kein verrostetes Metall. Das kostet uns nur Zeit und Ressourcen. So. Das ist gut. Jetzt haben wir hier Wiccan-Bildnis. Das können wir an einer Station eintauschen, natürlich gegen. Gegen Verbündetenstatus. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe diese Projektilmunition, mit der ich fast nie was anfangen kann. Ich weiß nicht warum. Ich habe die nie wirklich benutzt. Ähm.
Ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen aufgerüstet, soweit möglich. Mit dem kleinen Schiffchen hier. Bei Bedarf werden wir das natürlich hier auch noch ein bisschen erweitern, verbessern. So, jetzt fragen wir uns Ferritenladen. Hier könnten wir mal. Ja, hier brauchen wir Kabelbaum. Einen. Hier brauchen wir drei Kohlenstoff-Nanorohre. Stimmt, den Blitzwerfer, den könnten wir mal ausbauen. Das wäre jetzt nicht ganz unwichtig sogar. Warte mal, kriege ich drei Kohlenstoff-Rohre hier gebacken jetzt gerade? Ich müsste eigentlich genügend gesammelt haben hier. So, jetzt warte mal. Genau, und dann bräuchten wir jetzt nur noch, 100 chromatische Metall. 17 haben wir gerade dabei. Also hier, das machen wir schon mal rein, bevor wir es vergessen. Okay, hier ist noch was anderes, was ich jetzt gerade hier auffüllen kann. Kabelbaum, ja, müssen wir besorgen. Na gut. Das ist aber, Entschuldigung, ein Drecksplanet, ne? Der ist so, was? Nicht genügend Treibstoff in der Drüse? Drüse? In der Drüse, so geil. In der Düse, ja, das können wir ja schnell beheben. So, zack. So, bitteschön. Wieder aufgeladen und startfrei. Feuer. So, jetzt müssen wir nur noch diese Hyperraumstation oder was das war wiederfinden. Das sah ja ganz interessant aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf der landen kann. Keine Ahnung. Ich sehe die jetzt das erste Mal. Lass mal schauen. So, gesetzlose Station. Da hinten haben wir die Anomalie. Die habe ich schon hierher gerufen. So, da haben wir auch unseren Außenposten. Das ist alles wunderbar. Wo ist denn jetzt diese Hyperraumstation? Wo ist sie geblieben? Ist sie nicht, oder? Ist ja nicht, die ist wieder weg. Wir sind doch jetzt hier noch in unmittelbarer Nähe. So weit sind wir doch gar nicht weg, Freunde. Ist das die da? Warte mal. Jetzt gerade nicht, wo die hin ist, weil sie ist jetzt auch auf der Karte hier nicht mehr angezeigt. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Die müsste hier irgendwo rumschweren. Und welch war sie? Im Ernst jetzt? Hat sie mal eine flotte Drehung um mich selber? Ich wüsste, was übersehen habe. Nee. Ich bin etwas irritiert. Warte mal. Das sind die drei jetzt hier, die ich vor mir habe. Was ist das hier? Warte mal. Nee. Nichts zu backen. Gut, wir machen uns mal auf den Weg zur Anomalie. Ich hoffe, er hat den Kurs jetzt richtig gesetzt. Ich habe ihn jetzt auf die, eigentlich auf die Anomalie gesetzt. Ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt erstmal einen Sprung zurück ins ursprüngliche System machen. Erstmal, weil die Ressourcen da vielfältiger sind. Und ich brauche für meine Station noch einen Korvax. Das ist einfach mal Fakt. Thank you.
unsere Basis auch haben in diesem gottverlassenen System. Hat gut geparkt hier die Anomalie, natürlich mit dem Eingang auf der anderen Seite. Natürlich. Ich finde ja die Einflugsequenz in die Anomalie immer wunderschön. So. Mal gucken, landet hier gerade noch ein Kollege mit demselben Raumschiff. Hoffentlich verwechsel ich das nicht nachher. Nimm seinen Raumschiff mit. Nein, keine Sorge, wird nicht passieren. Aber, ja. Von der strahlenden Säule fliegen viele rum. Zum Glück habe ich meine umbenannt. Ach, Ihr Kollege. Guten Abend. Wie im Moment? Wieso will der keine Daten haben? Hm, was ist denn da los? Das ist immer was ganz Neues. Sonst ist er doch gierig nach jeder Date, die wir entbehren können. Sehr merkwürdig. Okay, gehen wir mal zur anderen Entität darüber. So, mal sehen, ob wir da was loswerden, Daten loswerden für Naniten. Ja, guck mal, hier können wir schon mal Meilenstein-Daten übertragen. Das passt schon mal. Mal sehen, was es dafür gibt. 100 Naniten, das ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was die Madame hier, oder wenn das eine Dame sein sollte, ich weiß es nicht, geldertechnisch nicht wirklich auszumachen, was die für Upgrades hat. Schauen wir mal. Startschubdüsenmodule, obwohl, ich glaube, ich habe alle Modulplätze eigentlich jetzt schon beim Schiff belegt, oder? Extra Anzug-Inventar haben wir jetzt auf jeden Fall hier. Strahlungsschutzmodul, Giftschutzmodul. Exo-Fahrzeug haben wir auch noch nicht. Siehst du, da gibt es noch viel zu tun. Also spare ich uns die Naniten jetzt erstmal. So, können wir hier noch was mitnehmen? Nee. Da wird gewunken. Mal sehen, ob unsere beiden Kumpels hier was Neues für uns haben. Hallöchen. Eine Freude, dein vertrautes Gesicht zu sehen. Das höre ich immer gerne. Danke, dass du Hallo sagst. Ach so, mehr nicht. Schau da eigentlich. Also, ob der Reisende hier was zu sagen hat, der Esperus. Die Schulter berühren. Eine große Geste. Komm, machen wir mal. Okay. Er nickt dankbar und schwelgt für einen Augenblick in Seelenfrieden. Guck mal, da kannst du mal sehen, was ich für eine beruhigende Wirkung nicht nur auf Menschen habe, sondern auf Wesen jeglicher Art. Das ist schön. Was haben wir hier? Einen fliegenden Gag? Oder was ist da los? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Was haben wir Neues hier? So, was haben wir hier? So, hier, ja. Ich brauche wieder geborgene Daten. Jetzt komme ich hier nicht weiter, Freunde. Ich muss, siehst du, ich muss ja. Nee, komm, ist zwar nicht gemeint, aber. Spielerplattform, ja. Ich sehe wieder weder. Das bist jetzt nicht du, Dorfklavier, oder? Oder hast du mir eine Einladung geschenkt? Weil ich sehe hier keinen Namen. Nicht, dass ich dich jetzt ablehne hier. Gib mir mal kurz Info, ob du mir eine Einladung geschickt hast. Nee, natürlich nicht. Okay. Dann, nö. Ne, dann nicht. So, hier Multiwerkzeug forschen. Synthese-Labor. Das habe ich jetzt neu für mich entdeckt.
Das finde ich sehr gut. Ne? Weil so wichtige Sachen wie zum Beispiel die Atlaspässe, die du dir selber bauen kannst, das finde ich eine ganz vernünftige Sache. Finde ich schön. Was haben wir hier denn eigentlich? Den Quantencomputer. Eine äußerst schnelle, moderne Verarbeitungseinheit. Erlaubt die Echtzeitkalkulation von ansonsten unmöglich zu lösenden Berechnungen. Der Schutz gegen was? Dekohärenz. Was ist... Entschuldigung, was ist Dekohärenz? Ist jedoch nicht gewährleistet. Wird bei der Herstellung einer Vielzahl fortschrittlicher Technologien verwendet. Klingt interessant, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was die anfangen soll. Ohne Scheiß. So, aber ich glaube, wie gesagt, ich habe jetzt gerade kurz auch drüber nachgedacht, wir werden jetzt hier nochmal in mein Startsystem zurückgehen. Ganz einfach, weil da mehr Ressourcen sind. Wir sind auch näher dran an unserem nächsten Missionsziel. Und ja, wir haben da also wirklich mehr Ressourcen. Deshalb geht es jetzt zurück kurz nach Willow Base. Auf dem paradiesischen Planeten, tags wie nachts, eine Augenweide. Ich liebe die Warp-Sequenzen. Sind so psychedelisch hier bei No Man's Sky. Guck mal. Also, die Farbe hat ja so ein bisschen was von Avatar, ne? So von der Färbung, muss man so mal sagen. Also gerade bei Nacht, ne, dieses leuchtende Grasmeer, ich finde das richtig cool. Gefällt mir immer wieder sehr, sehr gut. Guck mal, unser Raumschiff hier landet mal einfach mal im Gebäude. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde das jetzt nicht so toll. So, Gott sei Dank haben wir unsere Tätigkeiten hier in den Neubau verlegt. Da haben wir schon einen Gag rumlungern, ne? Für unsere erste Station. Und der hat auch angefragt nach einem neuen Kollegen. Nämlich nach einem, nach einem Korax. Korax, wie auch immer. Nach einem Wissenschaftler. Für unser Wissenschaftspult. Für die Forschung. So. Was brauchen wir denn jetzt? Jetzt lass mal ganz kurz gucken in die Protokolle. Allein mitten der Sterne. Was die Lebensform besuchen und dich auf der Sternkarte markieren. Ach so, nee, das ist ja die Suche nach Artemis. Das wollte ich jetzt eigentlich jetzt nicht. Jetzt warte mal. Das ist alles Artemis. Wo ist denn jetzt die Mission mit dem Korax? Hallo? Raffinierte Missionsziele. Ich muss jetzt mal die Missionsziele abgleichen. Kleinen Moment. Gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen. Naja, gut. Kehre zur außerirdischen Lebensform zurück und frage nach Artemis Position. Ja gut, egal, dann machen wir das jetzt immer zuerst. Bevor wir jetzt hier dumm rumlungern. So, potenzielle Unterstützung. Das ist gut, das klingt immer gut. Dann können wir gleich mal das Raumschiff hier aus meinem Gebäude rausholen. Das trifft sich kurz. Guck mal, jetzt, ich bin selten aus meinem eigenen Gebäude gestartet. Jetzt ist es soweit. Okay. So, was? 2 Tage? Nee, komm. Dann machen wir schnell einen Sprung hier. Außerhalb der Atmosphäre, damit wir hier gleich dann mit einem Sprung dann an der entsprechenden Station oder Stelle sind. Jetzt warte mal kurz. So, mal schnell beidrehen hier. Potenzielle Unterstützung. Bitteschön. 3 Tage, jetzt sind wir ja ein bisschen weit hier, ne?
geht's in den suborbitalen Flug. Oh, hier haben wir sogar eine Landepad. Sehr schön. Ach guck, hier haben wir jetzt, ja, gleich wieder eine Station. Achso, genau, hier waren wir schon mal. Wir mussten das Ansehen noch verbessern, bevor er mit uns spricht. Das ist ja ein Beacon. Das Ansehen haben wir jetzt hier bereits verbessert. Das heißt, der sollte uns jetzt eigentlich helfen bzw. Auskunft geben. Das ist schon mal sehr okay. Dann machen wir das auch. Schöner Ausspruch. Sag ich auch mal. So, Sternsystem. Information erbitten. Das mit dem Spucken lassen wir lieber mal sein, glaube ich. Ich spucke aus und verbeuge mich, die seltsame Bewegung der Lebensform nachahmend. Sie schreit, zückt einen Dolch aus dem Holster an ihrer Seite und schlitzt sich die eigene Handfläche aus. Ach, soll ich das jetzt... Ach du Scheiße. Ja, ich mach's mal nach. Okay, aber es gefällt dem Kollegen. Eindringling hat es wirklich getan. Glaubt, er sei ein Beacon. Okay. Okay. Dann gib mir mal die Sternkarte hier. Okay, auf Fehler sind sie nicht gut zu sprechen. Tot, tot. Okay. Dann entschuldigen wir uns doch mal ganz freundlich und machen uns vom Acker. Beziehungsweise reden wir mal mit dem Kollegen hier, um unsere Sprachfähigkeiten ein bisschen zu verbessern. Ihr seht schon, wir haben so ein bisschen die Sprachfähigkeiten hier schon so ein bisschen ausgebaut. So, hier können wir schon mal ein Geschenk anbieten. Das kommt immer gut. Ja, so. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Kollegen. Wir wollten ja ein bisschen zusätzliche Vokabeln lernen hier. Weil wir werden uns noch so ein bisschen im Beacon-Sektor auch rumtreiben. Also wäre es nicht schlecht, wenn wir die Kollegen natürlich auch verstehen. Ist klar. Gut, super. Jetzt schauen wir mal, ob es hier noch ein paar andere Kollegen gibt, mit denen wir noch nicht gesprochen haben. Okay. Also erstmal gehen wir hier auch in Beacon-Bildnis. Weg ist weg. Haben wir wieder Platz im Inventar und wir haben unser Ansehen noch verbessert nebenbei bei den Beacon. Und das sollte uns bestimmt mit Freude jetzt beim Beacon-Dialekt helfen können hier. So. Den fragen wir mal zur Technologie. Sehr schön. So, haben wir noch irgendjemanden, den wir nicht gesprochen haben hier? Wir wollen natürlich so viel wie möglich hier rausholen aus der Begegnung. Ja, so langsam werden die Wortfetzen so ein bisschen verständlicher. So, Aggression ist, glaube ich, ein ganz großes Thema bei dem Weekend. Nehmen wir mal diesmal ein Aggressionssymbol. Freut ihn auch. Feigling, ganz wichtiges Wort. So, was mit dem Kollegen, der da rumsteht? Siehst du, den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Oh, guck mal hier. Bis auf ein Wort fast alles übersetzt. Ist alles noch so ein bisschen Abbeldutsch, aber man kann so ungefähr sich schon vorstellen, was die Kollegen sagen wollen. So.
So, und so lernen wir Stück für Stück immer mehr von der Wikingersprache. Jetzt schauen wir mal. Ich habe im Hinterkopf jetzt gerade Kabelbäume. Die brauchen wir für das eine oder andere. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Kollegen hier welche haben. Das sieht aber... ist leider nicht so aus. Mist. Also Mikroprozessoren bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu kaufen. Die kann ich mittlerweile selber fertigen. Das heißt, das können wir eigentlich mal machen. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt für den Handel. Ne? Also dass wir sowas selber herstellen und handeln. Ich denke mal auch die Solarpanel, da können wir insbesondere auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich, denke ich mal, gut was machen. So, Emissär. 45 L ist getroffen. Ein neuer Meilenstein. Sehr schön. Schön. Jetzt mittlerweile sind wir sogar Viking-Verbündeter. Kehre in den Weltraum zurück, um Artemis die Neuigkeiten zu überbringen. Gut, wir werden jetzt so ein bisschen die Storyline von Artemis noch verfolgen. Wir haben jetzt mittlerweile Rang 3 bei den Viking erreicht. Was ich eigentlich jetzt noch gerade viel wichtiger finde. Da wir uns in ihrem Sektor gerade aufhalten. So, jetzt machen wir uns erstmal ab ins Weltall, damit wir mit Artemis in Verbindung treten können. So. Dann wollen wir mal schnell hier die Nachricht uns anhören. Da ist er schon. So, ich glaube, der kann, wie er feuern will mit seinem Multivex-Zeug, wir werden es nicht sehen, glaube ich. Weil die Frage ist, glaube ich, nicht wann er ist, sondern wo er ist, sondern umgekehrt. Nicht wo er ist, sondern wann er ist, ist, glaube ich, die Frage. So, ja, sein Schiff haben wir gefunden, aber wer weiß, wie lange es da schon lag, ne? So. Ja, also auf jeden Fall hat der Kollege Artemis hier dann doch das ein oder andere Problem. Die Sterne verändern sich. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Sie kommen mich zu holen. Na dann. Leider haben wir keine Bildübertragung. Was, ich habe die Glyphen zu einem Portal entdeckt. Es ist eine Pforte zwischen den Welten. Ja, alles ein bisschen hier durcheinander, ne? So, da hat er Glyphen gefunden. Meine Daten sind fragmentiert in... Das verrät er uns, glaube ich, nicht. Okay. 16, ja, die Zahl, die uns immer wieder verfolgt. Apollo, okay. Gut. Jetzt müssen wir erstmal die Anomalie rufen, weil wir müssen erstmal Bericht erstatten. Der lieben Nada. Oder dem lieben Nada. Ich weiß gar nicht, ist Nada männlich, weiblich, keine Ahnung. Habe ich mich eigentlich nie wirklich mit befasst. Aber Nada klingt weiblich, finde ich. Also sobald wir hier wieder besser ausgerüstet sind, werden wir uns natürlich auch einigen Expeditionen hier anschließen mit anderen Spielern. Dass wir mal auch so ein bisschen hier den Multiplayer natürlich auch mal durchzocken. Ist klar. So. Guti. Dann geht's mal zur Nada. Und ich nenne sie jetzt auch mal eine Sie, weil ich glaube, das ist ein Mädel. Erstatten Bericht. So. Ja, der hat auch schon reichlich gerade.
So, dann erzählen wir mal, was wir erfahren haben hier kurz. Themis wechselt zwischen den Welten in den Datenfall, was immer das ist. Die Risse zwischen den Iterationen sollten sich nicht ausdehnen. So, ja, wer ist dieser Apollo, ne? Den müssen wir dann natürlich auch noch finden. Der zügellose Punkt Rote ist das Werk der Atlas-Falschheit. Andere Korvex sagen, er ist eine Gottheit. Na, da weiß es besser. Das ist sehr schon bekannt. Wir haben 18 Anit erhalten. Quecksilber. Oh, Quecksilber ist mal gut. Suche nach Artemis und Apollo. Oder hat Koordinaten für schwarze Löcher und Atlas. So, nach Portalen fragen, nach Atlas-Stationskoordinaten fragen wir mal hier. Okay. Wir nicht im Weg stehen hier, ne? Mein Freund. Gut, dann haben wir das soweit geklärt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich eher nach dem Apollo jetzt mal suchen. Und nebenbei wollen wir mal sehen, dass wir so weit wie möglich mal aufleveln. Und alles mitnehmen, was uns hier so in die Hände fällt. Ja, hier haben wir unseren paradiesischen Planeten. Der sieht auch von oben tatsächlich so aus. Paradiesisch. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Wo ist unser nächstes Ziel? Ich werde mal hier kurz einen Scan rausschicken, was noch da irgendwelche Erkenntnisse erzielen. Was haben wir denn da hinten, bitte? An tritiumreichen Asteroiden. Schauen wir uns mal an. Warst du schon? Okay. Was haben wir? Ach, die Gold. Gold nehmen wir aber auch gerne mit. So ist es nicht. Das lehnen wir niemals ab. Gold geht immer. So, ich sehe jetzt hier allerdings kein aktuelles Ziel. Jetzt warte mal kurz, dass wir schnell schauen, das Protokoll hier. Nutze den Nexus, um mit der anderen Reisenden... Was? Um mit anderen Reisenden Mission durchzuführen. Ja, nee, aber zeigt uns kein aktuelles Ziel. Das ist merkwürdig. Warte mal. Die nächste Atlas-Schnittstelle finden. Einen Holoterminus... Hier, das wird wahrscheinlich ja... Das ist unser nächster Schritt, den Holoterminus zu finden. Okay, dann sind wir jetzt hier richtig. So. Siehst du? Geht. Weiter geht's. Meine ich doch. Und guck mal, natürlich wieder auf unserem... Nee, das ist nicht der... von wegen, nicht der paradiesische, das ist der diesige Planet. Der macht seinem Namen auch alle Ehre, werdet ihr gleich sehen. Aber ich liebe diese unendliche Vielzahl an generierten Planeten, die man jedes Mal wieder neu sieht. Finde ich einfach herrlich.
So, jetzt nehmen wir schon mal so ein hier. Ich habe wahrscheinlich wieder die Nachtseite erwischt bei meinem Glück, könnte ich mir vorstellen. So, noch sehe ich nichts. Ungefährer Stück. So, ungefährer Standort. Ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen. Mir treibt es hier gerade vom. Von der Cola noch. Ich glaube, ich werde heute Abend beim Tee bleiben. Die Kohlensäure kommt mir hier hoch, echt. Jetzt ohne Scheiß. So, also. Dann schauen wir mal in unseren Zielscan. Ach, knapp 500 Units entfernt. Ist es nicht die Welt? Schauen wir mal. Okay. Boah! Fuck! Das ist nicht gut. So, gucken wir mal, ob wir hier das eine haben. Okay. Ich will mal ganz kurz scannen, aber das haben wir schon gescannt. Okay, dann folgen wir weiter in der Stunde. So, jetzt müssen wir den aber auch schon fast in Sichtweite haben, hier den Terminal, weil die Dinger sind ja riesig, ne? Die sind ja riesig. Ah, die haben alle so ermutigende Namen hier. Todesnebel und was weiß ich alles. Leute. Ja, da ist er doch. Ich habe es zuerst für so eine Pflanze gehalten, weil sie ja schon so von der Struktur so ein bisschen ähnlich aus. Oh, aber ist schön. Hier haben wir noch eine Station. Da werden wir uns gleich mal bedienen. Schauen wir mal, was da rumliegt. Und dann sehen wir mal weiter. Sehr nice. So, hier gibt es Naniten. Die nehmen wir selbstverständlich immer gerne in Empfang. Sind zwar nur 45, aber hallo. Klein wie mein Daumen. So, hier haben wir noch eine beschädigte Maschinerie. Das werden wir auch noch kurz mitnehmen hier. Auch dafür gibt es nochmal Naniten. Dafür können wir dann demnächst wieder schön einkaufen. Hoffe ich jedenfalls. So, und wir werden jetzt mal hochklettern hier auf den Holo-Terminal. Haben wir den schon gescannt, den Kollegen hier? Ja. Wunderschöne Landschaft, ne? Kann man nicht anders sagen. Ist jetzt nicht zwar wirklich lebenswert, aber von der Optik her schön. So, dann wollen wir uns mal den Apollo hier herrufen. Sehen wir, was der Junge so zum Schnacken hat. So, auf Apollo einsteigen. So, da ist der Kollege. Wunderbar.
ist auch nett. So, dann sagen wir mal, wir sind ein Friend von Artemis. Ja, diskutieren tun wir nicht. Wir fragen mal nach hier. Ja, sozial ist er jetzt nicht so kompetent, glaube ich, der Kollege hier. Ach hier, ein Kollege, der sich für Treffen bezahlen wird. Für sowas hat man ein Wort. Das sage ich jetzt nicht. Okay, dann geben wir mal die Daten. Was ist denn hier los? Wird hier geballert im Hintergrund? Ich kann jetzt hier nicht weg. Ich sehe nichts. Ja, hier. Seht ihr im Hintergrund gerade hier die Flugspur noch? Irgendjemand ballert hier rum. Das wäre natürlich richtig super. So, er bietet seine Partnerschaft an. Das finde ich schon mal nett. Was ballern denn die hier unten rum? Sowas macht man nicht auf der Planetenoberfläche, ne? Sowas sollte man wissen. So, Kommunikation beenden. So, was sind denn das für Flachpfeifen? Guckt jetzt mal an hier. Was soll denn das? Kann man sich nicht ausdenken, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Was sind das für Typen? Unfucking fassbar. So. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier... Was? Planetarer Planetenüberfall. Ah, ich brauche mein Schiff. Okay. Alter, jetzt geht's hier aber rund. Das kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, die haben hier einiges geändert, seit ich hier nicht mehr dabei war. Junge, Junge. So, mal sehen, dass wir hier ganz schnell an Bord kommen. Ey, das sind Spieler, das sind Piraten. Jedem, den ich da eventuell jetzt gerade Unrecht getan habe, ne? Aber hier auf der Planetenoberfläche, das ist ja schon mal wieder eine andere Kiste. Das kann ich nicht sagen, ne? Das ist... Boah, Leute, wo sind die? Wo sind die? Ich sehe die noch nicht mal da. Ich nehme da nicht so gern Geschwindigkeit auf, weil, Alter, macht er sich vom Acker? Macht er sich vom Acker? Nicht, mein Freund. So nicht. Du kannst jetzt nicht einfach nicht verpissen. Erst anschießen und dann verpissen. Das geht ja gar nicht. Ach, jetzt will der andere Terz haben hier, oder was? Ja, was ist hier los? Wo ist der? Wo ist er? Der erreicht mich doch gar nicht. Was willst du denn? Wo ist denn der andere Vogel? Hier ballert doch noch einer auf mich. Da. Kerle! Du wolltest mich doch hier verkohlen, hier. Jetzt wollt ihr es aber wissen, hier. So. Bam. Junge. So, noch jemand? Ohne Fahrschein? So, das war's. Okay. Leute! Wunderbar. Ja, ich hatte hier Piratenüberfall, Planetenüberfall. Das hatte ich vorher nicht. Scheint auch neu zu sein. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Units eingebracht, dass ich hiermit eingegriffen habe. Ist okay. Kann ich mitleben. So.
Was haben wir denn hier jetzt hier vor uns? Jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier überhaupt weitergeht. So, da ist meine Station. Jetzt lass mal kurz ins Protokoll gucken. Achso, ich muss auf die... Ich muss erstmal ins All. Ich muss in die Galaxiekarte. Ja, hier ist einiges los heute, ne? Aber ich finde es schön, dass es ein bisschen lebendiger geworden ist. Seit den letzten Updates. Ja, es kann ja mal passieren, dass du in so einen Planetenüberfall gerätst. Diese gesetzlosen Stationen sind ja auch neu. Finde ich auch genial. Ja, also es wird lebendiger. Jedes Mal mit jedem neuen kostenlosen Update. Man muss es ja immer wieder betonen. Das macht richtig Spaß. So, dann hauen wir hier mal auf die Bremse und gucken jetzt mal. So, in die Galaxiekarte kurz rein. Wo ist denn jetzt hingeht? Okay. Dann ist aber ein Arsch weit weg, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Was ist denn da unten jetzt hier? Warte mal. Ich brauche jetzt mal das freie Umsehen hier. So, warte mal. Wie komme ich denn jetzt hier? Warte mal. Nach Egoroa runter. Ach so, ich muss jetzt hier. Entschuldigung. Manchmal, ne? Manchmal, es gibt ja so Momente, ne? Man steht davor und peilt es nicht. So. Okay. Dann machen wir uns doch mal auf die Socken. Ja, sorry, Freunde. Ist eine Weile her. Igor-System. Okay. Neue Entdeckung. Sehr schön. Wo sollen wir denn hin? Wo will er uns haben? Geister in der Maschine. Apollos Kontaktperson müssen wir hier finden. Okay. Wunderbar, weil dann haben wir gleich hier noch die Möglichkeit, unser Vokabular zu erweitern. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, welche Spezies natürlich hier beheimatet ist. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Werden wir aber ganz schnell rausfinden hier. So, bevor wir jetzt die Kontaktperson hier uns vornehmen, knüpfen wir mal ein bisschen Kontakte. Also scheint auch hier ein Liegensystem zu sein. Das passt aber ganz gut, weil da haben wir ja schon einiges an Vokalen und Vokabular gelernt. So, um Hilfe mit dem Viken-Dialekt bitten. Jawohl. So, Handel ist immer gut. So, wer bist du hier? Bleib mal hier, Kovacs. Da müssen wir ja auch noch unseren Techniker finden für unsere Station. Aber das soll dann nicht so sein. Aber er kann uns ein bisschen Vokabeln noch beibringen, dass wir die Jungs ein bisschen besser verstehen. So, dann nehmen wir auch gleich ein Kovacs-Symbol. Jawohl. Weiter geht's. Warte. Ja, hallo. Nicht weglaufen. Der Herr Analyst hier. Also hier werden wir auch bald auf dem Stand sein, glaube ich, dass wir die Kollegen so einigermaßen verstehen. So, dann nehmen wir mal ein Freundschaftssymbol. Zack. Oh je, ja, das ist doch schon mal eine Vokabel für den Hausgebrauch. So, der nächste Kollege. Ja, ist noch ein bisschen Kauderwelsch, aber so langsam verstehen wir immer mehr von den Kovacs. Technologie ist so ein Kovacs-Thema, das ist immer gut. Ist ja eine Technologierasse, insofern. Passt.
So, dann schauen wir den Gewehrpflichtigen hier. Jetzt wollte ich schon was sagen. Gewehrpflichtigen, da passt ja aber auch, ne? So, das ist. So, dann nehmen wir mal ein Freundschaftssymbol. Ist jetzt nicht das Hauptthema bei den Wiken Freundschaft, glaube ich. Aber kann ja nicht schaden, ne? So für die Kommunikation. Ich weiß, wir verbringen viel Zeit hier damit, Vokabeln zu lernen, aber es lohnt sich im Nachhinein. Damit wir hier auch weiterkommen, natürlich. Karrieretechnisch. So, der Fahnenträger winkt schon. Das ist eine Begrüßung. Tod, 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 Tod. Freudige Krieger, ja. Das soll mal eine Begrüßung. Läuft. Ich glaube, bei dem Kollegen sollten wir definitiv nach Aggressionsvokabeln fragen. Da kennt er sich bestimmt gut aus. Ja, eben. Krieg. Haben wir schon mal gelernt. Sehr schön. Wen haben wir da? Ja, den haben wir schon besucht hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir hier doppelt gemoppelt hier die Leute fragen. Den haben wir auch schon besucht, den Kollegen. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Warte mal. Den hatten wir. Den hatten wir. Was ist mit dir hier, Kollege? Den hatten wir auch schon. Gucken wir mal schnell in den Außenposten, was wir da kaufen oder verkaufen können. Kabelbäume sind bei uns immer noch Thema. Die können wir uns jetzt auch leisten, weil wir haben ja richtig gut hier Taschengeld gekriegt für unseren Einsatz gegen die Piraten. Jetzt nehme ich mal gleich 3 Kabelbäume mit. Sicher ist sicher. Das Kleingeld auf jeden Fall haben wir dafür. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas verkaufen können, was wir jetzt hier noch an Bord haben, was wir jetzt nicht wirklich brauchen. Jetzt nicht auf den ersten Blick da jetzt. Ja, die Restsubstanz hier, den Müll, den können wir natürlich haben. Dass wir wieder ein bisschen Platz hier haben. So, Gold brauchen wir, das werde ich jetzt auch nicht verkaufen. Ganz einfach, weil, ja, das brauchen wir später noch für Solarpanels, zum Beispiel für unsere Solaranlagen. Das heißt, das lassen wir erstmal hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Personal finden für unsere Station. Das wäre jetzt nicht ganz unwichtig. So, was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Stationskern. Lebenserhaltungssystem stabil, Handelsüberwachung online. Bahnverwaltung, bla 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 bla. Atlas, Überwachungslink operativ. Ach so, da könnten wir jetzt theoretisch was machen mit einem gefälschten Pass bzw. einer Stationsüberbrückung. Ist aber auch neu, oder? Das ist, Alter, hier ist ja einiges, was sich getan hat. Finde ich immer wieder faszinierend, wenn man eine Pause gemacht hat in No Man's Sky und geht wieder rein. Denn man entdeckt sofort wieder was Neues. Fantastisch. Absolut fantastisch. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendjemand willens ist, sich uns anzuschließen oder geeignet überhaupt. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht, weil den haben wir noch nicht auf dem Plan, weil wir haben auch noch kein Exo-Fahrzeug. Das heißt, das werden wir natürlich leider ablehnen müssen, das Abgebot. Nein, danke. So, was haben wir hier noch? Hey, hier. Aber hier sind nur Weekend, wir brauchen einen Korvax-Mensch. So, jetzt sprechen wir erstmal mit dem Wehrpflichtigen hier. Auf der einen Seite steht das Kriegervolk der Kreatur, auf der anderen die roboterhaften Wächter. Der Krieger verlangt, dass ich auf die eine oder andere Seite zeige. Ich zeige mal auf die Krieger. Okay. Freundschaft mit einem Beacon. Das ist selten. Okay. Ich glaube, wir haben da
Wir haben da gerade ein Upgrade-Modul gekriegt. Okay, müssen wir mal gucken. Das Monanit nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir... Na? Ach, jetzt ist hier der Meilenstein im Weg. Den brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So. Ja, Kohlenstoff gekriegt. Okay. Ein freier Gag. Grüß dich. So, aber wir haben ja schon einen Gag. Ich glaube, mein Freund... Konstruktionsaufseher einstellen. Ich hab dir doch schon einen. Das tut mir leid, mein Freund. Ich suche einen Kurwax. Das tut mir leid. Echt jetzt. So, jetzt gucke ich mal, ob mein Atlas-Ausweis hier reicht für den Zugang hier. Ne, da brauche ich einen V3 tatsächlich. Den muss ich mir bei Bedarf mal schnitzen. Aber auch hier wieder kein Kurwax. So, dann werden wir uns mal den Kontakt von Apollo hier anschauen. Den wollen wir ja nicht vergessen, deswegen sind wir ja eigentlich da. So, der soll mir auch helfen bei der Erweiterung meiner Station. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt sehe ich hier noch jemanden, haben wir mit dem schon gesprochen? Nee, der Sekretär hier, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Ein Gag. Das machen wir noch ganz kurz, bevor wir uns dem Kontaktkollegen widmen. Wir haben das Gag-Wort für Gag gelernt. Ja, super. So, hier haben wir den Geheimniswahrer Gaian. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit der uns helfen kann hier. Okay, ich hätte schon vor einigen Minuten hier sein sollen. Jetzt wird ja auch noch gerügt. Oh, Upgrades, neue Module. Okay. Giftschutz, Kälteschutz, Strahlungsschutz. Wieder das eine, ich lebe auf einem paradiesischen Planeten. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Weil das ist ja gar nichts von dem zutreffend. Ich meine, gut, ich kann nichts verkehrt machen, aber ich denke mal, Strahlung und Gift sind somit die miesesten Sachen. Ich nehme mal hier einen Strahlungsschutz. Okay. So, jetzt haben wir... wir haben noch geborgene Dateien und einen Bauplan für ein Exo-Fahrzeug erhalten. Das ist gut. Okay. Nutze den Raumstation-Teleporter, um schnell zu reisen. Ich würde mich allerdings vorher natürlich gerne in dieser Galaxie so ein bisschen umsehen. Bevor wir das machen. Weil ich bin ja noch eigentlich gar nicht so wirklich dazu gekommen, hier umzugucken. Hier haben wir einen brühenden Planet. Das klingt ja jetzt nun nicht wirklich nett. Gemütlich ist anders. Was sind das hier? Sind das Frachter da hinten? Nicht wirklich. Okay, ich dachte jetzt. Hier müssen immer noch weitere Planeten sein, oder? Hallo? Ich hoffe sehr, dass es nicht der einzige Planet ist, weil der wirkt sehr unwirtlich, sehr ungemütlich. Jetzt mal gucken. Protokoll. Entdeckung. Nee,
Also zwei weitere Planeten sollten noch dabei sein. Ich hoffe, sie sind jetzt natürlich jetzt nicht verdeckt durch den wirklich sehr ungemütlichen Planeten. Wir fliegen mal so kurz Richtung Sonne, dass wir mal so ein bisschen Abstand kriegen jetzt hier zu diesen ungemütlichen Klumpen, sage ich jetzt mal. So, jetzt schauen wir mal. Ja, habe ich mir doch gedacht, dass der die anderen Planeten ein bisschen verdeckt. Scheint auch der, ja, der größte Planet dieses Ding zu sein. So, wo ist denn jetzt die Nummer 3 hier im Bunde? Hallo? Oh, hier scheint er jetzt aber Frachter zu sein, oder? Sieht so aus. Kann natürlich sein, dass es jetzt wirklich ein super kleiner Planet ist, der jetzt wiederum hinter diesem liegt. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, ich habe heute das Gespür hier, ne? Sehr kleines System. Drei Planeten gerade mal. Ein Lava-Planet. Ach, du ahnst es nicht. Also da ist der zugefrorene Planet ja fast noch der sympathischste, ne? Wollen wir mal sagen, wie es ist. So, wir fliegen jetzt erstmal Richtung Lava-Planet, aber wir werden gleich abbiegen auf den Eisplanet. Ich glaube, der ist jetzt erstmal so ein bisschen sympathischer hier zum Erkunden. Vielleicht errichten wir da jetzt auch noch eine Basis. Schauen wir mal. Dass wir ja auch einen Fuß in dieser Galaxie haben. Wir sind schon auf dem zugefrorenen Planeten, oder? Weil alles ist so rötlich. Das ist ja ekelhaft. Bin ich jetzt auf dem richtigen Planeten, Freunde? Was ist denn hier los? Unentdecktes Gebäude. So, schauen wir uns das mal an. Ist der jetzt hauptsächlich von Wasser bedeckt? Sehe ich das richtig jetzt hier? Gebäude. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall hier eine Zwischenlandung machen auf diesem kleinen Eiland hier. Hier scheint es tatsächlich eine Station oder ähnliches zu geben. Tatsache. Minus 52 Grad. Okay, das ist eine Ansage. Deuten. Das soll ja ein Eisplanet eigentlich sein. Also eisig ist es. Wir sehen schon, die Temperaturen fallen hier ganz massiv bei uns. Das heißt, wir werden gleich sehen, dass wir schnell wieder in unser Schiff kommen. Okay. So, ganz schnell rein hier. Ab in die warme Bude. So, da hinten sehe ich Land. Ich würde mal sagen, wir fliegen mal in die Richtung. Jetzt auch noch Nacht, das wird natürlich die Temperatur nicht verbessern. Definitiv nicht. Jetzt haben wir hier eben halt nur so kleine Inseln. Ich hoffe, wir haben jetzt hier noch einen Kontinent. Ja, dass wir irgendwie hier eine
Basis aufbauen können, weil so auf so einem kleinen Archipel wollte ich jetzt keine Basis aufbauen. Weil da werden uns dann die Ressourcen ganz fix ausgehen. So, ist das jetzt schon das Festland? Nochmal. Auf jeden Fall sieht das hier schon ein bisschen massiver aus. Ah, das könnte Festland sein. Ich suche jetzt mal, ob wir einen netten Platz zum Landen finden. War alles sehr fraktal hier. Ne? Also ich sehe jetzt noch keine ebene Fläche hier irgendwie, wo man jetzt schön landen könnte. Geschweige denn eine Basis bauen könnte. Ich glaube eher fast, dass ich hier eher in die Höhe bauen würde als in die Breite, weil hier sieht das nicht aus, als wenn viel Platz wäre. Zwischen den ganzen Gebirgsmassiven hier. Ist also wirklich sehr unwirtlich hier das Ganze. Können wir mal gucken, vielleicht hier so in der Nähe des Wassers, warte mal. Ja, guck mal hier da, die Ecke jetzt zum Beispiel. Das könnte eventuell was sein. Oder hier, warte mal. Ja, das könnte hier was werden. Warte mal. Was hier ist ja wenigstens einigermaßen eben. Ups. Haben wir ein paar Bäume gefällt gerade nebenbei. Das tut mir sehr leid. Aber ich habe hier nicht die große Auswahl. Eieiei, Leute. Hier sieht's aus. Hier sieht's aus. So, jetzt warte mal kurz. So, ich brauche hier chromatisches Metall, müsste ich hier mal ein bisschen machen. Hey, komm her. So, lass mal gucken. Bitte lass mich noch Kupfer dabei haben. Bitte, bitte. Weil es ist arschkalt und ich will hier nicht frieren auf diesem Drecksplaneten. Ich will... Ah, guck, hier kann ich schnell chromatisches... Gott sei Dank, ich habe noch Kupfer dabei. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber ich glaube, es müsste reichen. Jetzt warte mal. Zack. 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 So, lass mal gucken. Ja. Ich hätte jetzt nur auch nur 30 gebraucht. Mir geht es jetzt nur darum, dass ich hier schnell und fix eine kleine Station, eine kleine, aber feine Station bauen kann, damit ich hier nicht erfriere auf dem Misthaufen. Entschuldigung. Aber das wird hier sehr, sehr ungemütlich. So, jetzt glätten wir hier mal schnell die ganze Bums, dass wir hier schön schnell was bauen können. Ich will jetzt auch nicht hier den großen Tanz machen, deshalb will ich das hier jetzt mal schnell glätten, dass wir eine quadratische oder runde Struktur hier jetzt gleich schnell hinbauen können. Ganz formlos, ganz schnell. So, jetzt schauen wir mal, ob das geht.
Achso, wir müssen natürlich jetzt erstmal die Station hier anmelden. Okay, kein früherer Anspruch, das heißt, den können wir erheben. Das machen wir auch. Das sieht gut aus. So, dann schauen wir mal, für was wir hier Platz haben. Ich bräuchte ein bisschen mehr reines Ferrit tatsächlich. Oder ich mache hier was ganz Einfaches. Nehme ich hier mal einfach so eine Holzkaschemme. Würde mir eigentlich hier auf dem kleinen Drecksplaneten, Entschuldigung, würde es mir reichen, weil ich will hier gar nicht so viel Zeit verbringen. Mir geht es nur darauf, dass ich hier eine Base habe, dass ich hier so ein bisschen... So, jetzt warte mal. Zack. Dass wir hier eine Anlaufstelle haben. Da will ich jetzt gar nicht mal so großes Kino machen hier. Wir brauchen nur Schutz, mehr nicht. So. Vor den Unbillen der Kälte hier. Zack. So. Der Baumeister. Ich wollte schon sagen, Bob der Baumeister, war ja wieder ein anderes Kapitel hier, ne? Okay. Aber ich freue mich ja immer, wenn meine Arbeit hier honoriert wird, in welcher Art auch immer. So. Oh, ich brauche mehr Ferritstaub. Okay. Dann zünden wir mal schnell die Waffe, beziehungsweise den Minenlaser und sehen mal zu, dass wir so ein bisschen Ferrit uns hier einsammeln. Nebenbei scannen wir natürlich noch und hoffen, dass wir noch genügend Reserven hier haben, dass wir hier nicht erfrieren. Kohlenstoff ist ganz wichtig, das brauchen wir fürs Dach, aber auch Ferrit. So, da vorne sehe ich schon aus dem Augenwinkel Felsen. Der sollte uns schon mal reines Ferrit. Das brauche ich jetzt zwar nicht dringend, aber ja, gut zu wissen, dass es da ist. So, schnell gescannt. So, das Natrium sollten wir auch gleich verwenden, dass wir hier es warm und kuschelig haben. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier nachladen, den Gefahrenschutz. So. Und natürlich hier die Lebenserhaltung. So. Schon sind wir auch wieder ein bisschen entfrostet hier. Ah, hier ist wieder so eine Giftpflanze. Ich hasse ja die Mistviecher. Zack. So, bam. Ja, natürlich. So. Ist das dein Ernst? So, jetzt warte mal kurz. Scanner-Modul. Habe ich da überhaupt noch Platz? Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich müsste mir erstmal einen Platz kaufen hier. Für das neue Scanner-Modul. Das ist kacke. Entschuldigung, wenn ich so offen sage, Freunde, aber es ist so. Jetzt lass mal sehen. Was können wir entbehren? Was brauchen wir jetzt nicht? So, was haben wir noch? Strahlungsschutzmodul. Für den Exo-Anzug. Das können wir auf jeden Fall installieren, dann haben wir wieder Platz. So. Zack. Läuft. Feuerfall. Wir brauchen erstmal ein warmes Dach über den Kopf. So. Zack. Ja, natürlich. Das werde ich mir hier auf jeden Fall mitnehmen, weil wir brauchen hier ein bisschen Reserven. Falls es dann doch ein bisschen zu kühl werden sollte hier. So, was haben wir hier? Was ist denn Ditte? Hallöchen. Ja, wer bist du denn? Wunderschön. Wunderschön. So, das ist alles reines Ferrit. Ich bräuchte allerdings hier sowas. Die kleineren.
Oh, guck mal, bei denen kommt sogar chromatisches Metall mit raus. Das ist ja ein Geschenk des Himmels hier. Das nehmen wir doch gleich mit. Wunderbar. So, jetzt schauen wir mal, ob das schon reicht. So, für ein kleines Flachdach. Wir wollen ja jetzt hier kein großes Kino machen. Ne, wir wollen es nur warm und gemütlich und sicher haben. Mehr nicht. Guck mal, und da zahlt es sich aus, dass der Papa hier platzsparend gebaut hat. Wir brauchen hier ja jetzt nichts Großes. Wir brauchen nur einen kleinen Unterschlupf. Und das ist er auch. Ne, dass wir hier ab und zu mal wieder eine Schnaufpause haben und im Warmen sitzen. Ja, und damit sind wir erstmal bereit für neue Schandtaten. Jetzt will ich erstmal ganz kurz hier den aktuellen Stand nochmal speichern, indem wir die Basis nochmal hochladen. So, das ist gut. Was? Baue einen zylindrischen Raum für deine Basis. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte ja natürlich hier in meiner ursprünglichen Basis weiterbauen. Das werde ich aber beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen gefallen. Der kleine Ausflug hier in No Man's Sky. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, wieder öfter einen kleinen Ausflug zu machen in dieses wundervolle Spiel. Wenn ja, dann sagt mir mal Bescheid. Schreibt mir in den Chat bzw. natürlich in die Kommentare, wenn ihr das Ganze auf YouTube seht. Natürlich nicht vergessen, die Replays, alle Replays, auch der vergangenen Monate, sondern Jahre, Leute. Es gibt mich ja schon über 10 Jahre. Alle findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, den Nick findet ihr unter @peroplays1435. Würde mich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Liebe lasst, wenn euch das Ganze gefällt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen zauberhaften Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal.